Yo, 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 was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Seiko TV. Und zwar hatte ich auf dem YouTube Community Tab einen Post veröffentlicht zum Giftcast to Friends. Ein Abonnent namens Vitor Cunha hat mir das zugesteckt. Und zwar könnt ihr den Giftcast to Friends viel, viel effektiver durchführen, wenn ihr das so macht wie ich hier im Video. Bei dieser Variante des Glitches könnt ihr den Mechaniker anrufen und er antwortet auch. Das heißt, der Freund, von dem ihr die Autos kopieren möchtet, muss sich nur ein einziges Mal verglitchen und danach kann er euch immer wieder verschiedene Autos sogar in derselben Sitzung geben, ohne dass er sich immer wieder von neu verglitchen muss und das immer wieder in derselben Sitzung. Euer Freund muss sich als CEO oder MC registrieren. Das bleibt ihm überlassen, was er nimmt. Und dann muss er auf eine SMS von Lester warten. Entweder eine normale grüne SMS vom normalen Raubüberfall oder eine türkise SMS für den Doomsday-Raubüberfall. Die SMS muss auf jeden Fall von Lester kommen und die kommt nur, wenn ihr als CEO oder MC registriert seid und auf der Straße seid. Wichtig ist, dass euer Freund nicht im Casino spawnt. Er darf wirklich nicht im Casino spawnen. Deswegen sollte er seinen Spawnpunkt entweder auf letzter Ort stellen oder was anderes und dann hier zum Casino herkommen. Ich warte kurz, bis die SMSen da sind. So, die SMSen sind jetzt am Start. Ihr könnt beide benutzen. Bleibt euch überlassen, was ihr nehmt. Ich benutze lieber das hier, also die türkise. Euer Freund muss dann wieder den Glitch am Casino-Tor machen. Ihr stellt euch hier beide vor die Tür des Casinos. Euer Freund, der euch hilft, sollte ungefähr so wie ich stehen. Er sollte nicht direkt in den Kreis hier reinfallen. Jetzt muss euer Freund jemanden in einem anderen Zielmodus finden. Dafür kann er die Communities benutzen. Ich habe schon jemanden eben gehabt. Ich guck mal, ob er noch zockt. Mal kurz beitreten. Okay, er zockt nicht mehr, deswegen muss ich jemand Neues finden. Nochmal beitreten. Okay, die Meldung hat sich geändert. Ich habe jemanden in einem anderen Zielmodus gefunden. Euer Freund lehnt diese Meldung ab. Und jetzt müsst ihr euren Freund töten. Sobald euer Freund tot ist, drückt er doppelt auf die PlayStation-Taste, tritt der Person nochmal bei und dann wird die erste schwarze Meldung von alleine verschwinden und die zweite wird erscheinen. Die zweite lehnt er ab und dann sprintet er mit X in den Kreis rein. Wirklich reinsprinten. So, ich mache das jetzt. Ablehnen und reinsprinten mit X. Mal gucken, ob es geklappt hat. Wir müssen ausgespuckt werden. Ohne Minimap. Es hat geklappt. Ihr seht das. Ich bin off the radar. Und ihr könnt dann euren Freund nicht sehen. Ich muss aber hier kurz die Drecksbullen loswerden, Alter. So, ich bin die Bullen losgeworden. Und nachdem dann euer Freund verglitscht ist und ihr ihn auf der Karte nicht seht und seine Minimap wie bei mir ausgegraut ist, muss er jetzt einfach hier entweder diese SMS annehmen oder diese SMS. Ich nehme die türkise, einfach annehmen. Das wird jetzt 1 bis 2 Minuten laden und dann werdet ihr am Mount Chiliad durch den Berg fallen und dort spawnen. Und das ist das, was anders ist zur alten Version. Danach ist der Rest derselbe, nur dass halt euer Freund den Mechaniker anrufen kann und immer wieder andere Autos für euch anfordern kann. So, wir spawnen gerade, ich falle durch den Berg durch. Ihr seht das, meine Minimap ist immer noch ausgegraut, ich bin immer noch off the radar. Aber der Unterschied zur anderen Version ist, dass ihr jetzt hier den Mechaniker anrufen könnt und er euch auch die Sachen ausliefert. Bei der anderen Variante wird das Menü vom Mechaniker automatisch direkt geschlossen und euer Freund kann halt nichts anfordern. Hier sollte er sich dann einfach einen Deluxo oder einen MK2 oder so anfordern, damit er zurück zu euch kommen kann. Er darf hier keinen Job-Teleport benutzen. Ihr könnt auf der Karte gucken, wo euer Auto ist. Das ist bei mir direkt in der Nähe. Euer Freund kommt jetzt einfach zu euch. Er kann auch einen Wegpunkt setzen. Das wird auf der Minimap trotzdem angezeigt. Und das, was wir bis jetzt gemacht haben, müsst ihr nur ein einziges Mal machen. Und dann kann euer Freund euch immer wieder verschiedene Autos in derselben Sitzung geben, ohne dass er sich immer wieder von neu verglitschen muss.
So, ich bin jetzt da. Ich werde den Wagen kurz wegschicken über den MC-Präsidenten und dann das Auto anfordern, welches ich dem anderen Account geben möchte. So, der Wagen wurde mir ausgeliefert. Falls ihr den nicht hier finden solltet, könnt ihr auf der Karte, wie gesagt, schauen, wo der gerade steht. Und dann holt ihr den Wagen einfach hierher in die Nähe. Ihr selbst lauft in euren MOC und fahrt den kostenlosen RH8, den ihr überschreiben werdet. Und jetzt steigt euer Freund in euren Wagen ein. Nicht in den Wagen, sondern in den hier. Ihr fahrt mit ihm zusammen in den MOC. Ihr werdet einfrieren. Euer Freund steigt dann mit Dreieck aus. Und dann steigt er wieder ein. Dann fahrt ihr mit ihm zusammen in die Parkhausgarage. Nicht Penthouse, sondern die erste Option, das Parkhaus. Auswählen, ihr werdet so einfrieren. Ihr drückt dann die PlayStation-Taste, geht zurück zu GTA und dann seid ihr hier hinter der Garage. Jetzt müsst ihr jemanden in einem anderen Zielmodus aus der Community finden. Ich mache das schnell. Wie immer doppelt beitreten, um zu testen, ob die Person auch wirklich einen anderen Zielmodus drin hat. Weil wenn sie keinen anderen Zielmodus drin hat und ihr diese schwarze Meldung annehmt, werdet ihr direkt in seine Sitzung joinen und dann müsst ihr von neu anfangen. Deswegen immer wirklich doppelt beitreten. Und ich habe direkt jemanden gefunden. Wenn ihr auch jemanden habt, lehnt ihr das ab und dann wartet ihr hier circa 60 Sekunden insgesamt. Wenn ihr dann zusammen hier circa 60 Sekunden gewartet habt, steigt euer Freund aus dem Wagen aus. Ihr werdet automatisch reinfahren und dann bekommt ihr einen unendlich langen schwarzen Ladebildschirm. Jetzt drückt ihr doppelt auf die PlayStation-Taste, tretet derselben Person bei. Da wir eben mit dem Doppelbeitreten getestet haben, ob er einen anderen Zielmodus hat oder nicht, können wir jetzt die erste schwarze Meldung annehmen und die zweite ablehnen. Dann spawnt ihr so verbuggt. Ihr öffnet das Pause-Menü, geht auf Online, auf Criminal Enterprise Starter Pack, einmal rein, wieder raus, 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 aus dem Auto mit Dreieck aussteigen. Ihr werdet dann direkt vor dem Casino spawnen. Und jetzt muss euer Freund sich neben euren MOC stellen. Nachdem euer Freund neben dem MOC steht, lauft ihr in den blauen Kreis. Und hier müsst ihr dann alleine eintreten auswählen. Ihr habt dann wieder einen unendlich langen schwarzen Ladebildschirm. Hier drückt ihr wieder doppelt auf die PlayStation-Taste, tretet derselben Person wieder bei. Die erste Meldung nehmt ihr dann wieder an und die zweite lehnt ihr ab. Annehmen, ablehnen, ihr seid unsichtbar. Und hier steigt ihr dann in den Wagen eures Freundes. Und dann seid ihr in eurem eigenen MOC. Und jetzt habt ihr den Wagen erfolgreich von eurem Freund kopiert. Ihr könnt jetzt direkt weitermachen, wie gesagt. Ich fahre hier kurz raus und fahre den Wagen hier rein. Ich muss kurz einen neuen RH8 im MOC parken. Bestellt da keinen RH8 rein, weil wenn ihr da direkt einen RH8 reinbestellt, während dein Auto drin ist, verliert ihr das Auto, was da drin ist. Deswegen immer aus einer anderen Garage einen RH8 holen, hier reinfahren und dann wieder rausfahren und dann könnt ihr das wiederholen. So, der RH8 ist jetzt im MOC registriert, aber ich möchte ein anderes Auto übergeben, deswegen rufe ich jetzt über den Mechaniker einen anderen Wagen. Ich guck mal, wo mein Wagen steht. Okay, der ist da vorne. Euer Freund stellt den Wagen wieder in der Nähe des MOCs irgendwo ab, aber er soll nicht zu nah sein, ansonsten verschwindet der blaue Kreis nämlich. Und dann steigt euer Freund wieder bei euch ein. Ihr fahrt dann zusammen direkt wieder in den MOC. Steuerkreuz rechts, ihr werdet wieder einfrieren und dann steigt euer Freund wieder aus. Er steigt wieder ein und dann fahrt ihr wieder hier ins Parkhaus. Diesmal könnt ihr doppelt auf die PlayStation-Taste drücken und dann wieder doppelt auf die PlayStation-Taste und dann wartet ihr hier wieder 60 Sekunden und dann könnt ihr nämlich denselben Spieler wieder für die Zielmodusmeldung benutzen, um euch aus dem schwarzen Bildschirm zu befreien. Nach circa 60 Sekunden steigt dann euer Freund wieder aus, ihr werdet automatisch reinfahren und im schwarzen Bildschirm hängen bleiben. Euer Freund läuft direkt zum MOC. Ihr drückt jetzt doppelt auf die PlayStation-Taste. Nein, ich habe wieder nur einmal gedrückt. Warum mache ich das so oft? Irgendwie ist mein Controller kaputt oder so, Alter. Ich verstehe das nicht. Jetzt muss ich jemand Neues finden.
weil ich nicht mehr weiß, wie der hieß. Mal gucken, ob ich direkt wieder jemanden finde. Doppel-Playstation-Taste wieder beitreten. Nein, er hat sogar denselben Ziehmodus drin. Ihr seht, die Meldung hat sich nicht geändert. Falls das passiert, ablehnen. Doppel-Playstation-Taste, jemand anderem doppelt beitreten, bis sich die Meldung ändert. So, jetzt habe ich jemanden. Das wieder ablehnen. Pause-Menü, online. Criminal Enterprise, einmal rein, raus. Aussteigen mit Dreieck. Wieder in den MOC laufen, natürlich alleine eintreten. Doppel-Playstation-Taste beitreten. Erste Meldung annehmen, zweite ablehnen und wieder in den Wagen steigen. Und das ist schon das zweite Auto, was wir kopiert haben. Das könnt ihr jetzt die ganze Zeit wiederholen, bis ihr keinen Bock mehr drauf habt. Ihr seht, hier ist der Wagen von eurem Freund. Und ihr habt den Wagen jetzt von ihm einfach kopiert. So, das war's dann eigentlich auch schon für das Video. Mehr brauche ich gar nicht zu sagen, Alter. Ich würde mich über ein Like freuen, falls ihr das Ganze gefeiert habt. Ansonsten hören wir uns wie immer mit dem nächsten Video wieder. Bis dann, alle miteinander.